Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen zum ersten Schalke-Livestream hier auf Twitch. Ja, neue Plattform, neues Glück. Ich habe richtig Bock drauf, hier mal mit euch die neuen S04-Talks anfangen zu können. Bin mal gespannt, wie das Ganze anläuft. Heute, wie gesagt, der erste Stream auf Twitch. TikTok auch gerade am Start. Ihr könnt gerne rüberkommen. Ansonsten gehen wir heute die Themen durch. Was ist auf Schalke so passiert? Ist ja unter anderem U23-Trainer Thorsten Fröhling wurde jetzt ersetzt. Es gibt einen neuen Job für Martin Max. Ansonsten gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die da spekuliert werden. Und da gehen wir natürlich auch gleich rein ins Thema. Bin mal gespannt, wann die ersten Leute rüberkommen. Oh, ich muss ja auch den Titel ändern. Fällt mir gerade auf. So, wo kann ich das machen? Also ich muss mal ganz kurz, ich habe den noch vom Fußballmanager, den hier Stream-Info bearbeiten. S04-Talk. Dann Kategorie. Fußball, passt das? Jawohl, Sport. Tags, mache ich mal Fußball. Mal noch Schalke. Ist nicht. Und dann sollte das so passen. Perfekt, Kreuzer ist da, moin, Elmo ist auch da, Glück auf, Cedric und Sports, ja, ich habe mich hier vertan mit dem Titel, wie gesagt, erster Stream, da ist man noch am Lernen. Wie geht's euch, Leute? Alles gut bei euch? Alles gut soweit? Ich hoffe, ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Themen an. Also U23-Chef Thorsten Fröhling von seinen Aufgaben befreit. Die Mitteilung kam gerade auf der Homepage vor 2 Stunden. Finde ich ganz gut. Die U23 ist voll im Abstiegskampf drin in der Regionalliga. David ist da. Hey, wie geht es dir? Mir geht's gut. Zur Meldung, ja, finde ich nachvollziehbar, weil wir sind da echt nicht gerade gut aufgestellt in der U23, ne? Ich verstehe es generell nicht. Viele fordern auf Twitter oder woanders, fordern die ganze Zeit Leute aus der U23. Wir sind da halt im Abstiegskampf. Hätte Alemannia Aachen gewonnen am Wochenende, wären wir wahrscheinlich auf einem Aufstiegsplatz. Also sehr, sehr schlecht stehen wir da und von daher habe ich das nicht verstanden, dass da viele Spieler aus der U23 gefordert werden. Klar, gibt es da zum Beispiel einen Spieler wie Ciencia, der sehr, sehr gute Leistungen da bringt. Der ist vielleicht noch eine Alternative, hat ja auch zuletzt mittrainiert. Aber dass da so viele Spieler gefordert werden, habe ich nicht verstanden. Und ich finde es aber auch folgerichtig, dass wenn denn da auch so viel Potenzial drin steckt in der Mannschaft, dass man dann da auch hingeht und dann sagt, wenn so viel Potenzial drin ist, so viel Talent, dass man da dann den Trainer wechselt, weil da auf jeden Fall nicht das Potenzial rausgeholt wird. Ist ja damals mit der U23 aufgestiegen, aber scheinbar kommt man da nicht vom Fleck und deswegen der Wechsel völlig okay. Elmo, was hältst du momentan von der insgesamten Leistung unseres Trainers? Meinst du den Büskens? Er hat jetzt 2 Spiele gehabt, 2 Siege. Ich bin der Meinung, wenn du so spielst gegen die Top-Mannschaften, die jetzt bald kommen werden, jetzt haben wir noch Dresden und danach haben wir die Mannschaften von oben, wirst in vielen Spielen nicht als Gewinner vom Feld gehen. Aber er hat auf jeden Fall schon einige Sachen geändert und wenn sich das alles verbessert noch, dann kann ich mir vorstellen, dass das nochmal eine viel, viel bessere Punktestand am Ende wird als zuvor.
Na, Cedric, Glück auf zusammen. Deadpool, schön, dass du da bist. Kai Luca, der Greenscreen pixelt wieder. Ja, ich habe hier ein bisschen umgestellt. Ich guck mal später, dass ich das wieder richtig mache. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich glaube hier oben in der Ecke, ne? Warte, hier. Andere Seite, da. Da, ne? Ja. In der Ecke. Ja, guck ich mal hier, ne? Da vorne. Eine andere Seite hier pixelt er. Muss ich mal gleich checken. Check ich mal später, oder? Ich kann das hier vielleicht umstellen. So. Dann, jawohl. Passt das jetzt soweit? Jetzt blendet das mir hier von der Seite ein bisschen. Liegt ein bisschen an den Softboxen. Ich glaube, ich habe die zu nah an den Greenscreen gestellt, aber ja, Problem gelöst, würde ich mal sagen. Genau. Machen wir weiter mit der nächsten News. Gehen wir mal rein. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne reinfragen. Wenn ihr noch ein, das muss man auch mal sagen, wenn ihr noch ein, wie heißt das, Prime-Abo vergeben könnt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Würde mich mega freuen. Ist ja für euch kostenlos und ist eine super Sache, um hier zu unterstützen. So, dann machen wir mal mit der nächsten News weiter. Martin Max, neuer Job für den Eurofighter. Ist, glaube ich, auch schon gestern oder vorgestern Thema gewesen. Willi Landgraf, den kenne ich auch noch aus Aachen. Hat ja auch für unsere U23 gespielt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber war eine lange Zeit lang der Zweitligaspieler mit den meisten Einsätzen. Kein Plan, ob der es immer noch ist, aber zu Aachener Zeiten, als er dann irgendwann in die U23 nach Schalke gewechselt ist von Alemannia Aachen, damals war der noch der Zweitligaspieler mit den meisten Einsätzen, wird Assistenztrainer und Martin Max wird auch zum Staff der U23 gehören. Also da wollen wir uns jetzt natürlich komplett neu aufstellen, finde ich folgerichtig. Wie gesagt, ich bin der Meinung, da muss man jetzt auch neue Wege gehen. Wenn in der U23 der Erfolg nicht kommt, dann ja, muss man da auch mal ja, ein paar Veränderungen auch personell vornehmen. Völlig richtig der Schritt. Und ich finde, Willi Landgraf ist echt ein sympathischer Typ. Martin Max ist echt eine Legende. Richtig krasser Stürmer. Von daher bin ich da mit der Auswahl sehr, sehr zufrieden. Und ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Neuer Cheftrainer Jakob Fimpel. Wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe ja irgendwann, dass die vielleicht mal so in die dritte Liga aufsteigen. So unsere U23 da zu haben, ist auch nicht so schlecht. Wenn die dann in der dritten Liga sind. Und dann hast du wirklich nochmal, auch ich sag mal, für Jugendspieler. Sag ich mal, so ein weiteres Merkmal, was du denen anbieten kannst. Ne? Also falls du es nicht direkt in den Profikader schaffst, hast du die Möglichkeit, bei uns nochmal in der dritten Liga, in einer Profiliga, ein Jahr Erfahrung zu sammeln. Das bieten ja nicht viele Vereine. Deswegen, also dritte Liga ist, glaube ich, sehr, sehr gut für so eine. Für so einen Verein, der sehr, sehr viel Wert auf die Jugend legt. Und das sind wir halt nun mal, weil es geht halt nicht ohne die Knappenschmiede. Kreuzer schreibt, er ist es noch. Eure U23 spielt aber auch in der stärksten Regionalliga. Wenn ich das mit unserer U21 vergleiche, die sind zwar erfolgreich, aber die Liga ist halt schwach. Wo du gerade Jugendspieler sagst, ihr habt uns jetzt Kelce Owusu aus der U19 abgeworben. Ja, habe ich auch gehört. Bin mal gespannt, was der Junge so drauf hat. Hab von einigen HSVer gehört, dass das ein guter Junge sein soll. Bin ich mal gespannt, wie gut der sein wird. Ja, freue mich aber auf jeden Fall, dass wir da scheinbar wieder mal einen guten Außenbahnspieler dazu kriegen. Ich bin mal gespannt, was auch Sidi Sané macht. Der hatte zu Anfang eine sehr, sehr gute A-Jugendsaison gespielt. Bin mal gespannt, ob der das Level hält. Und Keke Top, auch immer ein Spieler, den man auf der Rechnung haben sollte, der vielleicht den Schritt im Sturm bei uns machen kann. Also
Bin mal immer gespannt, wer da so aus der Jugend hochkommt. Ich glaube wohl die B-Jugend von uns, also U17, ist talentierter als unsere A-Jugend. Als unsere, die sind ja auch von der Punkteausbeute viel, viel stärker. Ne? Uno Cinel wird ja auch als Trainer gehandelt bei uns. Bin ich mal gespannt, wie da so der, wie es da so abgeht. Früher war Kelce ziemlich stark. Ich durfte bzw. musste ein paar Mal gegen ihn spielen. Echt schwer zu verteidigen. Echt? Bist du auch auf so einem Niveau? Hast du auch hoch gespielt? War interessant. Müssen wir mal gucken, wie der so einschlägt. Keke Top leider nicht drittligatauglich. Weiß ich nicht. Der Junge hat halt auch ein bisschen Pech, war jetzt zuletzt öfter mal verletzt. Das ist ja ein riesen, Aber riesen Kompliment. Das Fantastic zeigt, Luca, dass wir auf einem danke guten Weg fürs sind. Abo mit Prime. Sehr, sehr korrekt. Der war halt lange verletzt. Ich fand, als er, der hat ja ein Zweitligaspiel für uns gemacht, fand ich, das war sehr, sehr erfrischend. Hat leider nur ein paar Minuten gespielt, hat sich dann verletzt. Auch in der A-Jugend war der verletzt raus. Bin mal gespannt, wie der sich jetzt entwickelt. Oh yeah! Demnächst. Und auch danke fürs Folgen, Fantastic Luca. Sehr, sehr nett von dir. Ihr müsst mir mal Bescheid sagen. Kam jetzt gerade so ein Alert? Habt ihr einen Alert gesehen? Ja, ne? Ich sehe es gerade auch eingeblendet. Fantastic Luca Moinsen. Geil. Nee, kein Alert. Nichts gesehen, aber gehört. Dann muss ich da nochmal rein und das bearbeiten. Auf jeden Fall danke für die Unterstützung. Zumindest hat man das gehört. Fotos habe ich eigentlich gemacht, muss ich mal im Anschluss, dass man dann das auch sieht. Muss es gegebenenfalls über alle Ebenen ziehen, also die Alerts. Ja, werde ich im Anschluss mal machen. Und das kriegen wir auf jeden Fall für den nächsten Stream, glaube ich, hin. Warum ist Bremen zurzeit so gut? Ja, die haben halt den Trainer gewechselt, von dem ich eine Menge halte. Und ja, die haben sich dann auch in. Erstmal haben die Qualität, ne? Die sind mit einem Erstligakader runtergegangen, haben wenig da gewechselt. Wenig Spieler sind da gewechselt. Also ein Toprak zum Beispiel, der hat vor ein paar Jahren noch in Dortmund gespielt, Champions League und alles. Ne? Da sind solche Kaliber spielen da rum. Und klar, und dann haben die sich in den Lauf gespielt und wenn das dann sich alles verfestigt und die dann auch Selbstvertrauen haben, im Fußball geht so viel über Selbstvertrauen, ja, dann ist das, dann spielen die sich da in so einen Lauf und dann ist das am Ende so, wie es dann auch ist. Arnautovic, Werder steigt auf, Glück auf Arnautovic, schön, dass du da bist. Erste Mal hier Oh drinnen, auch yeah! direkt ein Follow da gelassen, sehr, sehr nett von dir. Die Bremer schmieren den Schiedsrichter. Ja, zumindest gegen uns war das so der Fall. Ich glaube, gegen HSV gab es, glaube ich, auch eine Kleinigkeit, kann das sein? Aber die haben auf jeden Fall den Schiri auf der Seite. Gegen Darmstadt hatten die ja auch die rote Karte bekommen und haben dann das Spiel meiner Meinung nach aufgrund dessen gewonnen. Ne? Davor war das halt Oh so eine yeah! Sache. Davor war das halt so eine Sache. Da war Darmstadt meiner Meinung nach viel, viel besser im Spiel und die hätten da auch das ein oder andere Tor schon machen können. Ist dieses Oh yeah, das von Schalke Freaks TV, genau. Also für jeden, ob ihr hier ein Bit reinsendet oder ob ihr bestimmte Sachen macht, ne, da gibt es immer einen Sound für und das ist, hat mit Schalke Bezug. Ihr könnt ja mal reinschreiben, von was was ist, ne? Oder wer das sagt und so weiter. Eins ist von Schalke Freak TV. Richtig gut erraten. Ah, man sieht die Alerts, aber das Bild nicht. Okay. Okay, ja, mit den Bildern mache ich das noch, aber ich versuche das auch mal ein bisschen größer zu ziehen. Ich habe es jetzt eben auch gesehen. Da in der Ecke war es ein bisschen undeutlicher, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir das in der nächsten Folge ein bisschen größer und mit Bildern machen. Auf Schalke Freaks TV kannst du auch gerne reagieren, sehr witzig. Können wir mal auf jeden Fall machen. Vielleicht gegen Ende müssen wir mal gucken. Tut mir leid, aber eine Quatschaussage. Die rote Karte gehört zum Spielen und es war eine klare rote Karte. Hat ja nichts mit Schiri-Glück zu tun. Foul ist Foul. Absolut richtig. Nur, ich sag mal so, ist auch eine rote Karte von mir aus gewesen. Ich sag mal so, Schalke hatte mal beispielsweise
noch, ich glaube, in keinem Spiel hatte der Gegner eine rote Karte oder vielleicht eine rote Karte. Und im letzten Spiel hätte zum Beispiel, oder war es im vorletzten Spiel, hätte man rot geben können. Ich meine, das war im letzten Spiel gewesen. Und Schalke hat halt noch keinen Elfmeter gehabt, ne? Und Bremen hat beispielsweise jetzt nur auf Schalke bezogen. Das hat jetzt nichts mit dem Darmstadt-Spiel zu tun. Hat halt da einen Elfmeter geschenkt bekommen. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber da ist gar kein Quatsch an der Aussage dran. Und da muss man einfach sagen, kommt Bremen bisher viel, viel besser weg als Schalke. Und HSV habe ich auch öfter so in Erinnerung, dass die auch Pech mit dem Schiedsrichter haben. Also die zwei Mannschaften, denke ich mal, und Bremen, kann man mal sagen, die haben zumindest mal gegen Schalke den Elfmeter geschenkt bekommen. Und ich denke mal, in vielen anderen Spielen haben die zumindest mal die Sachen bekommen, die die eigentlich verdient haben. So. Oder vielleicht noch ein bisschen besser. So. Und deswegen, ich würde mich als Fan freuen, wenn in jedem Spiel nicht der Schiri für dich pfeift, sondern der Schiri einfach korrekt pfeift. Dann hast du wenigstens nicht mit diesen negativen Vibes zu tun, wo der Schiri einfach Sachen entscheidet und dann gegen dich pfeift und am Ende bist du da in der 95. Minute, kriegst einen Elfmeter, der keiner war und das Spiel geht 1-1 aus, beispielsweise. Und mit dem Darmstadt wollte ich nur sagen, dass Darmstadt sehr, sehr stark eigentlich war, ne? Bis zu dem Zeitpunkt, bis zur roten Karte, und dann habt ihr das Spiel natürlich verdient gewonnen und klar, rote Karte ist auch korrekt. Ich will nur damit sagen, dass ihr da in dem Fall Spielglück habt, beziehungsweise ja, einfach Spielglück habt und deswegen, weil der Schiri dann auch gut gepfiffen hat, da profitiert habt. Mehr will ich gar nicht sagen. Malik, ciao, auch dir danke fürs Folgen. Sehr, sehr korrekt. Bist du der Echte? Dann Grüße an dich. Also würdest du sagen, Bremen aktuell einer der besten Kader der zweiten Bundesliga? Total, wenn nicht sogar der beste. Kreuzer, wie wollt ihr auch Elfmeter kriegen, wenn ihr hinten steht und aus der Distanz raufhaut? Naja, also ich fand schon, man hatte hier und da schon häufig Situationen gehabt, wo der Ball mal an die Hand geflogen ist, wo es mal jemanden runtergezogen hat und so weiter und so fort, wo man schon Elfmeter hätte geben können. Also das, so weit würde ich schon gehen, dass man sagen kann, dass Schalke zumindest mal einen Elfmeter hätte kriegen müssen. Und vor allen Dingen haben wir ja dann sogar Elfmeter gegen uns bekommen, die dann gar keine Elfmeter gewesen sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Was denkst du passiert mit Gramotzes? Denkst, er wird einen neuen Verein übernehmen? Ja, safe. Also der ist jetzt nicht so verbrannt, dass der nie wieder einen Verein trainieren wird. Der hat uns ja im Prinzip auch im Aufstiegsrennen irgendwo ja, hingebracht. Klar war dann abzusehen, dass es vielleicht unter ihm nicht mehr erreicht werden können, die Ziele. Aber der hat jetzt auch nicht so eine Mannschaft hinterlassen, die komplett untrainierbar ist und die jedes Spiel einfach verliert. Sondern der hat eine gesunde Mannschaft hinterlassen. Ist vielleicht ein Tick zu defensiv gewesen. Vielleicht hier und da hat er personell nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich fand, das war gerade so Anfang der Rückrunde so der Fall, dass er da irgendwie den Faden verloren hat, aber davor war es noch relativ okay. Also ich glaube schon, dass der irgendwann nochmal einen anderen Club trainiert. Muss ja halt, manchmal passt es halt bei dem einen Verein nicht und dann passt es bei einem anderen Verein besser. Ich könnte mir dem sogar in der italienischen Liga sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht ein bisschen defensiver, eine defensive Mannschaft, dann Aufsteiger in der Serie A, kann ich mir voll vorstellen beispielsweise. So, von unseren 4 Saisonniederlagen liegt es laut Kicker bei 3 am Schiedsrichter. Okay, Arnautovic. Ja, Cedric, aber was ist das für eine Aussage? Mit Elfer und Rot. Hinspiel war eine Schwalbe, ist klar. Aber das kann nicht generalisiert werden. Werder immer 70% Ballbesitz. Und die provozieren die strittigen Szene. Hätte auch einige mehr sein können. Ja, ich verfolge auch ehrlicherweise Bremen nicht so intensiv. Ich habe nur häufig so Situationen gesehen, wo Bremen mal einen Elfmeter bekommen hat, wo Bremen mal eine rote Karte bekommen hat. Was ich zum Beispiel bei uns sehr, sehr wenig gesehen habe. Elfmeter beispielsweise gar nicht. Rote Karte weiß ich gerade auch nicht, aber auf jeden Fall gegen uns rote Karten gab es, ja. Ich glaube, für uns weiß ich nicht, kann ich mich gerade nicht erinnern. Kann aber sein,
das eine oder so es mal gegeben hat. Und ich meine, sogar eine gab es irgendwo in irgendeinem Spiel in der Hinrunde. Und ja, da hat Bremen aber definitiv häufiger vom Schiedsrichter oder von Schiedsrichterentscheidung profitiert. Ich weiß nur, dass die gegen Schalke nicht richtig war. In den anderen Spielen kann ich das nicht sagen, aber ihr habt die zumindest bekommen. Und das kriegen halt, so scheiße es ist, kriegen viele Vereine solche Situationen nicht zugesprochen. Das Schiedsrichterniveau ist trotz Videoassistent einfach so schlecht im Moment. David, Geld für ein Abo muss man bezahlen bei Twitch, oder? Nein, also wenn du Amazon Prime hast, das empfehle ich jedem, der mich supporten will, kannst du das mit Amazon Prime machen und das kostet dich keinen Cent und kannst hier reinsubben und würdest mich mega unterstützen. Also jeder, der ein Prime-Abo noch zu vergeben hat, das kannst du wohl nur einmal machen, an deinen Lieblingsstreamer beispielsweise. Aber wenn ich das bin, dann kannst du das gerne machen und ich würde mich da mega freuen. Arnautovic, hoffe, ich kriege Karten für euer Stadion. Ja, viel Glück auf jeden Fall. Nur Grüße, wenn es der echte ist. Ich glaube, das ging an Malik Ciao. Ja, Spielglück, klar, aber ich bin der Meinung, dass man das Spielglück auf jeden Fall provozieren kann. Muss da Kreuzer recht geben. In eurer Spielbrille ohne Vereinsbrille gab es halt auch deutlich weniger strittige Szenen. Definitiv. Definitiv, aber immer noch genug, um einen Elfmeter zu bekommen. Und das täuscht aber auch ein wenig. Wir haben zwar einen, ich sag mal, eher schlechteren Spielstil und ja, sieht nicht so gut aus, meinetwegen. Aber wir haben dennoch, wenn du jetzt Offensivstatistiken reinführst, mit die meisten Tore in der Liga, mit die meisten Abschlüsse in der Liga gehabt. Ich glaube, die meisten Alu-Treffer gehabt. Da sind schon einige Werte, die auch da so offensiv sind. Ne? Also wir sind jetzt auch nicht, sage ich mal, die defensiv stehende Mannschaft, die nur kontert oder nur die Bälle nach vorne schlägt. Das auch, 100%. Aber häufig ist das bei uns so, dass die Gegner sehr, sehr defensiv spielen und wir dann halt wenig Ideen haben und über Flanken spielen beispielsweise. Und die Gegner uns eigentlich auskontern, wie beispielsweise gegen Rostock gewesen. Ja, wow, aber in dieser Saison nicht mehr so krass wie die letzte mit den Schiris. Absolut. Parlsson gegen KSC, war eine rote. Wann ist die Länderspielpause vorbei jetzt, Wochenende? Geht's wieder weiter, freue mich auch endlich drauf. Ich finde so Länderspielpausen, die nehmen dich immer richtig raus. So. Du bist gerade in diesem Fußballmodus drinne und dann kommt so eine Länderspielpause. Und irgendwie nach einer Länderspielpause werden die Karten nochmal neu gemischt. Andere Mannschaften kommen da gut raus. Wenn du gerade in einer guten Form bist, verlierst du auf einmal wieder ein Spiel und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wie wir da rauskommen. Jetzt kommen echt erstmal Dresden, ne? Die musst du putzen. Dann hast du 9 Punkte aus 3 Spielen unter Büskens. Dann bist du eigentlich auch vom Selbstbewusstsein da ganz oben so. Und dann musst du angreifen. Henry, danke fürs Folgen. Sehr, sehr cool. Ne, Harry. Sorry, Harry. Danke fürs Folgen. Sehr, sehr cool von dir. Oh yeah. Ja, da musst du reingehen. Und was ist, wenn ich kein Prime habe? Genau, wenn du kein Prime hast, dann kannst du auch reinsubben, aber dann kostet das was. Also wenn du supporten willst, kannst du das gerne machen. Genau, hier Kai Luca schreibt, kostet 4 Euro. Wir profitieren von den Regeln, die keiner kennt. Beim Freistoß nicht in die Mauer stellen und beim Elfmeter ist der Doppelkontakt verboten. Arnautovic, danke, dass du dich sachlich auch mit anderen Meinungen auseinandersetzt. Ja klar, also hier ist generell eine offene Diskussionskultur. Ich finde das ja auch richtig gut so, ne? Und ich sag ganz ehrlich, ich kenne mich nicht so gut bei Bremen aus, wie jetzt du, wenn du Fan bist von Bremen, ganz klar. Und in solchen Gesprächen hole ich mir ja auch nochmal Feedback rein. Wie ist Bremen aufgestellt? Wie sieht das in Bremer, wie Bremen gerade abgeht? Oder hier Kreuzern, HSVer, wie seht ihr eure Vereine? Sehe ich die als mit der Schalke-Brille auf? Sehe ich die richtig oder nicht? Finde ich auf jeden Fall interessant, gerade weil ihr auch in der zweiten Liga sind, da nochmal Feedback zu holen. Ich gucke natürlich Bremen-Spiele, auch HSV-Spiele. HSV-Spiele noch ein bisschen mehr als Bremen-Spiele. Aber auch Bremen gucke ich immer sehr, sehr gerne in der zweiten Liga. Generell muss ich sagen, zweite Liga gucke ich aktuell und
Definitiv. Erstens gucke ich die mehr und zweitens auch gucke ich die lieber als die Bundesliga aktuell, weil es halt richtig, richtig spannend ist. Kai Luca, danke dir für die 2 Bits. Was für ein Sound ist gerade gekommen? Schreib's mal rein und kennt ihr die Person? Kennt ihr das? Würde mich mal interessieren. Genau. Also die zweite Liga im Moment mit den ganzen Vereinen, mit dem Fußball, der da gespielt wird, richtig, richtig cool. Ihr schießt aus jedem Winkel, ist klar, dass mal einer ans Alu geht. Ihr habt mit Abstand die meisten Schüsse der Liga. Ja, wie und warum? Keine Ahnung. Ich gebe dir recht, viele Schüsse heißt nicht immer so, dass du gut spielst, ne? Weil du kannst ja auch aus 100 Metern schießen so, und das wird dann auch als Torschuss gewertet, aber das hat halt einen Expected Goals Wert von 0 so, und das bringt dann halt auch nichts. So, außer wenn da ein riesen Torwartfehler passiert, wird es halt nichts bringen. Und ja, gebe ich dir recht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, oft wird Schalke auch ein bisschen schlechter gesehen, als die waren so. Weil die halt den Ruf haben, so als Defensivmannschaft mit Fünferkette und so weiter. Aber ich finde, viele Mannschaften haben sich gegen uns auch einfach hinten reingestellt. Wir hatten halt die Lösung nicht. Und wir haben dann jetzt auch in der Rückrunde gegen Ende das einfach schlecht verteidigt. Ich habe auch nicht verstanden, wieso der Gramozis, der so ein Palsson-Fan ist, wieso der den Palsson einfach rausgenommen hat und da die komplette Konterabsicherung einfach weggemacht hat in den letzten Spielen unter Gramozis. Der Büskens hat den ja jetzt im zweiten Spiel wieder aufgestellt, den Palsson. Ich habe das nicht verstanden unter Gramozis. So, und keine Ahnung, aber jetzt spielen wir Büskens Fußball mit Viererkette oder mit so einer Viererkette, wo Itakura mal Sechser ist, mal Innenverteidiger. Und dann hoffe ich, dass jetzt bald Findheim wieder fit ist, Aydin wieder fit ist oder Lode wieder so ein herausragendes Spiel zeigt. Und dann geht's da richtig ab. Dann spielen wir hoffentlich bald richtig schön Offensivfußball. Danke auf jeden Fall für den Support, für die Leute, die heute am Start sind hier im Chat bei Twitch. Geht auf jeden Fall richtig ab gerade. Macht mega Bock. Viele Leute sind reingefolgt heute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, wir machen weiter. Ich weiß auch nicht, was die Leute erwarten. Spielerisch ist es einfach schlecht. Länderspielpausen im März sind super. Da muss ich mir als Hamburger mal nicht aufregen. Außerdem waren wir außer Form und hatten viele Corona-Fälle. Ja, manchmal trifft es ein und dann geht es wieder richtig, richtig gut, ne? Gerade wenn jetzt so eine Corona-Phase ist. Bremen hatte ja auch einige Corona-Fälle. Danach kommen die Leute wieder alle zurück. Bei uns ist das ja auch so. Wir hatten viele verletzte Spieler, die jetzt so langsam auf den Sprung sind, wieder zurück. Ovejan hat ein Testspiel gemacht. Windheim soll jetzt auch bald wieder fit werden. Aydin dauert vielleicht noch ein bisschen länger, meinte Büskens. Aber da sind einige Spieler, die jetzt möglicherweise bald zurückkommen. Salif Sané hat wieder ein bisschen gespielt. Da kommt auf jeden Fall wieder Qualität in den Kader rein. Und ja, das bringt dich auf jeden Fall weiter, wenn du so in der Schlussphase jetzt alle Spieler mit dabei hast. Gerade wenn du wie in Bremen, wie ein Schalke, wie aber auch ein HSV individuell vielleicht viel, viel stärker bist wie die anderen Vereine. Und ich muss sagen, HSV hat individuell sehr, sehr starke Spieler, aber halt einen sehr, sehr dünnen Kader. Und das hast du halt richtig gemerkt. So, und das ist natürlich richtig, richtig gut. Vielleicht ist aber auch der Flow raus beim S04. Kann sein. Ich hoffe nicht. Ich muss wohl sagen, habe ich ja auch am Anfang gesagt, wir haben zwar zweimal gewonnen, aber jetzt zweimal nicht überragend gespielt. Ich finde, wir müssen noch mal ein paar Schritte machen, ne, ein bisschen das alles, ja, verfestigen, einstudieren und so weiter und Automatismen entwickeln, damit wir auch überhaupt eine realistische Chance auf den Aufstieg haben. Weil ich glaube, wenn du so wie gegen Hannover und wie gegen Ingolstadt in die letzten Spiele reingehst, jetzt Dresden mal ausgeklammert, aber jetzt Heidenheim, Pauli, Bremen, Nürnberg, Darmstadt, wenn du außer Sandhausen und Dresden mal ausgeklammert, wenn du in diese Spiele da so reingehst, dann wirst du keinen so hohen Punkteschnitt am Ende haben, dass du da als Aufsteiger vom Platz gehst, ne? Als Aufsteiger die Saison beendest, glaube ich nicht.
Glaube ich nicht. Du musst noch dich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und da kann natürlich auch jetzt so eine Pause gut dir tun, um dann nochmal dich zu sammeln, um nochmal alles einzustudieren, um die Ideen, die der Büskens hatte, der hat ja auch die erste Woche Corona gefehlt, um die jetzt mit der Mannschaft nochmal zu verinnerlichen. Kann natürlich sein, aber man wird sehen, ne? Man wird sehen. Abstimmung beendet. Steigt Schalke diese Saison auf? 60% ja. Das ist natürlich top. David schreibt, das stimmt, ihr schießt oft aus der Distanz, vor allem wenn es spielerisch nichts geht. Gar keine, leider. Komisch. Ich muss mal gucken, dass ich die Sounds alle reinkriege. War eigentlich ein Sound geplant? Demnächst geht es gegen Dresden, oder? Das hat ja der Tedesco auch gemacht. Deswegen feiere ich seinen Spielstil nicht, außer bei Leipzig, da spielt er offensiver. Hat ja auch in Moskau offensiver gespielt. Ich glaube, bei Tedesco ist es einfach der Fall, der spielt mit dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, so wird er auch spielen. Und du hast nun mal unter Tedesco wesentlich starke Innenverteidiger mit einem Naldo, der in der Mitte sehr, sehr stark war. Du hast einen Kehrer und du hast Nastasic, super Verteidiger Nastasic. So, super solider Verteidiger, da hat sie echt gute Spieler. Dann hat sie einen Stambouli zurückgezogen, hat die Position gespielt. Der hat aus jedem Spieler das Maximum rausgeholt. Caligiuri, diese Schienenposition, war zugeschneidert auf den, einfach nur perfekt. Und dann hat er halt diesen Spielstil gespielt. Du hast mit Di Santo da einen großen Spieler, der die Bälle gut festmachen kann. Ja klar spielst du dann hohe Bälle nach vorne, um dann schnell nach vorne zu kommen und dann der kann dann ablegen auf den Goretzka. Goretzka war ein Spieler, der sehr schnell war und der immer angetrieben ist nach vorne und dann auch in die Räume hingegangen ist, wo es wehgetan ist. Oder der klatscht ab auf den Harit, der da sehr gut gedribbelt hat und sehr viele Elfmeter rausgeholt hat. Von daher hatten wir da, passend zum Spielermaterial hat der Tedesco da aufgestellt und wir hatten nun mal einen defensiven Kader. Julian04, danke dir fürs Folgen. Sehr, sehr nett. Und weiter geht's. Kreuzer, ihr habt euch gegen uns im Hinspiel hinten reingestellt. Ballbesitz 29-71%. Im Rückspiel war es genau 50-50. Ja, im Hinspiel war natürlich sehr, sehr bitter, dass sich Latzer verletzt hat. Also ich glaube, erste Halbzeit ging an uns, zweite Halbzeit an euch. Da ging aber auch nichts mehr und dann habt ihr uns überrollt, wie so Paris von Real Madrid überrollt worden ist beispielsweise. Follower-Ziel auf 350. Hoffentlich packen wir das. Und müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Bei Bremen war das auch beispielsweise so, ne? Wir haben ja auch ein paar Bremer. Ich fand, wir hätten gegen Bremen eigentlich verdient verloren gehabt in dem Spiel. Aber du hast halt gegen Ende noch 1-0 geführt und dann hat der Schiri dir das halt weggenommen, einfach diesen Sieg. Und ja, diese 2 Punkte, hätte Bremen jetzt 2 Punkte weniger, wir 2 Punkte mehr, dann wären wir einfach punktgleich. Dieser Ole Werner, nichts gegen Bremen, aber ohne den würden die nicht so weit oben stehen, glaube ich auch. Ach so, du willst hohe Siege haben, damit du zufrieden bist. Ich will einfach nur gewinnen. Also mir ist das egal, ob ich jetzt 5-0 gewinne oder 1-0. Ich will einfach nur gewinnen. Ich will einfach nur aufsteigen. So wie ist mir egal. Den Dünnen sehe ich nicht. Wir haben circa 16 gestandene Profispieler und der Rest wird mit Jugendspielern aufgefüllt. Bin mal gespannt, wie es im April aussieht. Da haben wir 2 Spiele mehr als der Rest der Liga. Ja, aber guck mal auf außen. So, wie viele Spieler hast du da zur Verfügung? Ich glaube, gelernt hast du da nur Jatta und Alidu. Und von den beiden, weiß ich nicht, der Alidu hat zuletzt auch, glaube ich, nicht die besten Leistungen gezeigt, seitdem der Wechsel bekannt geworden ist. David, weißt du, S04 macht das bisher gut, aber ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Ich weiß nicht, ob wir das gut machen. Unter Büskens machen wir das besser, aber da ist mir auch nicht, also finde ich auch nicht alles so 100%. Gib mal realistische Einschätzung für die Top 3, deiner Meinung nach. Top 3. Ich sag Pauli sogar auf 1.
Ich sag Bremen auf 2, ich sag Schalke auf 3. Vor der Saison habe ich übrigens Schalke auf Platz 2 getippt. Ich meine auch Pauli auf Platz 1 und HSV auf Platz 3. Das war mein Tipp vor der Saison. Wenn ich jetzt nochmal tippen würde, würde ich das so tippen. Und viele haben ja auch Pauli oder Darmstadt abgeschrieben gehabt, ne? Dann haben die sich wieder rangekämpft. Jetzt hat Darmstadt mal verloren. Jetzt HSV hat viele Spiele verloren oder nicht gewonnen, nicht die Punkte geholt. Jetzt schreibt man schon HSV ab. So, alle oben spielen noch fast gegeneinander, außer HSV. Die haben jetzt nur noch die schwächeren Mannschaften. Da kann sich noch viel verändern, ne? Also es ist von Woche zu Woche kann sich das Tabellenbild da oben sehr stark verändern. Müssen wir mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Wie viele Follower hast du jetzt? Wir sind bei 332 Follower. Bin da schon recht zufrieden. Ich würde hier auch gern irgendwann auf so die Zahlen von YouTube kommen. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit für, ne? Das ist jetzt der erste offizielle Stream. Davor habe ich hier ein bisschen so Fußballmanager gestreamt. Vielleicht kennen mich auch einige davon. Werde ich auch in Zukunft auf jeden Fall ab und zu mal machen, wenn Zeit da ist. Aber es kommt jetzt offiziell immer zwischen 17, 18 Uhr, 4 bis 5 Mal die Woche. Hier Live-Content, könnt ihr euch drüber freuen, montags bis freitags. Kann sein, dass ich manchmal einen Tag nicht streamen werde, weil ich da zu meinem Arbeitgeber ins Büro fahre. Ich bin ja im Homeoffice. Kann sein, dass ich mal einmal die Woche dahin muss. Aber ansonsten gibt es hier immer zwischen 17, 18 Uhr, immer zum Feierabend, nochmal eine Stunde S04 Talk. Ausnahmen wie Jatta Ali, Du Witzheimer, Shakwe Charge und theoretisch Kittel. Ja, aber Winzheimer ist ein Stürmer, ne? Kittel ist ein Zehner. Jatta Ali, Du und Shakwe Charge kann ich nicht so einschätzen, habe ich noch nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass der, ich glaube, im Winter gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, dass er ein gelernter Außenbahnspieler ist, aber ich sag mal, du brauchst eigentlich 4 Gelernte, so wenn du eine ordentliche Kaderbreite hast und eine gute Kaderplanung hast. Das Problem hatten wir auch, wo wir nur auf rechts mit einem Rudi oder so gespielt haben, ne? Weil wir da keinen Gelernten hatten. Und dann hatten wir später noch einen Ludewig, irgendeinen Jugendspieler ausgeliehen von Salzburg, der dann auch nicht so richtig funktioniert hat. Und das ist halt ein bisschen problematisch dann. Werden wir Vierter in deiner Prognose? Safe. Ich hoffe mal, dass es oben in zweiter Bundesliga weiter spannend bleibt. Ich glaube, das wird bis zum Ende spannend. Vielleicht wird sich einer noch absetzen, aber ich glaube, bis Ende sind die Plätze noch nicht entschieden oben. Unten weiß ich nicht, da gibt es ja, Ingolstadt ist ja ziemlich weit abgeschlagen und so weiter, da glaube ich, ist jetzt irgendwann bald vorbei, aber so im Aufstiegsrennen glaube ich, bis zum Schluss zumindest mal ein Platz noch, um den sich mehrere Mannschaften kämpfen werden. Werden wir Vierter in deiner Prognose? Ja, genau, das hatte ich gerade. Pauli finde ich nicht stark im Rückspiel gegen die, hatten die keine Chance. Ja, die waren aber auch in einer schlechten Form da. Ich glaube, die sind wieder gut drauf. Ich glaube, die werden die Punkte auf jeden Fall holen. Wir spielen noch gegen Pauli. Hoffe, wir steigen mit denen zusammen auf. Hast schon auf TikTok und Insta Werbung gemacht? Ja, TikTok, kommt gerne rüber auf Twitch. Und Insta habe ich eine Story gemacht. Hab die natürlich viel zu kurzfristig gemacht. Weiß nicht, ob die Leute das schon alle gesehen haben. Aber, ja, keine Ahnung. Gibt es eigentlich News bezüglich Schalke? Können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich sag mal so, patzt ihr gegen Dresden, ist der Aufstieg gegessen. Dann wird es auf jeden Fall richtig schwierig. Wieso kriege ich hier Werbung reingedrückt? Das ist hier auf Twitch zwischendurch so der Fall. Ich glaube, wenn man Sub ist, kriegt man alles werbefrei. Aber ich glaube, die sind nur ganz kurz, die Werbeunterbrechung. Ich bleibe auch gerne in der 2. Liga unter Voraussetzungen. Erstens, wir holen den Pokal. Zweitens, es steigen kleine Teams auf. Und es kommen Traditionsvereine neu. Dann brauche ich keine Bundesliga, wo ich 9 Stunden nach München fahre und dort untergehe.
Ja, als Sub gibt's keine Werbung, genau. Ja, also ganz im Ernst, mir macht die Werbung mega Spaß. Mir macht die Werbung mega Spaß. Ach, die Werbung, sorry. Die zweite Bundesliga macht mir mega Spaß. David Adepoko, wieso kriege ich Werbung reingedrückt? Also wenn man Sub ist, kriegt man keine Werbung. Ansonsten gibt's zwischendurch, glaube ich, mal einen kurzen Werbespot. Aber ich glaube, das ist auch nicht so dramatisch. So, sollen wir nochmal mit den News weitermachen? Na, die Werbung mache ich nicht mal. Ja, kurzer Versprecher an der Stelle. So, was gibt es sonst noch? Wir hatten die News mit Martin Marx, U23-Trainer entlassen. Chulinov will Geschichte schreiben, das wisst ihr ja, ne? Der hat Italien besiegt mit Nordmazedonien. Der Westen schreibt, die Spannung steigt. Läuft es auf dieses spektakuläre Wiedersehen aus? Was ist gemeint? 7 Spieltage vor Schluss, Schalke Relegation gegen Hertha. Die News hatten wir auch schon mal. Gegen Magath. Ne, als News. So. Ton sieht gute Aufstiegschancen. Ist auch nochmal reingekommen. Ansonsten gar nicht so viele Neuigkeiten. Ich habe gesehen, dass Schalke ein neues Video gemacht hat. Können wir ja hier auch zeigen im S04 Talk, weil wir sind ja jetzt hier auf Twitch. Sollen wir mal ins neue Video gehen? POV am Spieltag feiern vor der Nordkurve. Sollen wir uns das mal zusammen angucken? Kennst du Oliver Pocher? Dem wurde eine verpasst, habe ich gesehen. Habt ihr auch Oscars gesehen? Da hat Will Smith den, ich weiß nicht, wie der Comedian heißt, hat einem Comedian auch eine gescheppert. Ja, zeig. Okay, komm, gucken wir. Muss ich mal kurz umstellen hier alles. So, dann tun wir. Ja, habe ich auch gesehen. Perfekt. So. Ich tue euch mal hier auf Seite. Dann mache ich das mal auf. Warte mal, bis die Werbung vorbei ist. Springen wir da mal rein. So, dann müsstet ihr jetzt das sehen, ne? Jawohl. Nochmal Ton an. Ist das gut vom Ton? Schreib's mal rein. Ich tue mir auch mal die Kopfhörer rein. Habt ihr gut Ton? Schreibt mal kurz rein. Kann man das gut hören? Soll ich lauter, leiser machen? Ja gut, aber ein bisschen lauter. Okay, mach ich ein bisschen lauter. So? Oder noch lauter? Hört mal rein, so oder noch lauter? Ja gut, perfekt. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe es noch nicht gesehen. Deswegen gucken wir uns das mal an. Auf jeden Fall Kabine sehr ordentlich. Mannschaftsbus kommt, Spieler kommen. Hatte ich in meinem letzten Stadion-Vlog auch gefilmt, wo die Spieler gekommen sind. Hat euch das gefallen? Soll ich das nächste Mal auch so machen, wenn ich im Stadion bin? Boah, ist natürlich geil, so hautnah dabei zu sein. Es kann sein, dass ich nächstes Mal Plätze kriege. Ich habe da so einen Kontakt, der mir das besorgen kann. Direkt neben der Trainerbank, also dahinter so. Wenn es klappt. Wäre natürlich auch mega. Ja, war cool, perfekt. Hab mal für 5 Minuten keine Werbung angeklickt, kein Plan, ob das was bringt. Okay. Perfekt. Aber ich stell mir das richtig geil vor, wenn du da so einfach mit dem Handy rumläufst, ne?
Ist natürlich dann 100-mal geiler, ne, wenn du da. Ja, hier sieht man. Ist natürlich 100-mal geiler, wenn du das Spiel am Ende gewinnst. Und wenn es volles Stadion ist. Ich glaube, deswegen haben die das auch gemacht. Kiss my cat, danke für den Tennisball. Liest du die Kommentare? Komm gerne auf Twitch rüber, dann lese ich das alles vor. Salazar, bester Mann, bester Spieler. Also wenn du so hautnah dabei bist und dir das anguckst, ne, die Spieler sind schon so. Da wird direkt aufs Wappen gezeigt. Ich glaube, der ist gerne auf Schalke. Ich glaube, der will hier auch lange bleiben. Und dann darf der sogar aufs Spielfeld rauf. Richtig cool. Egal. Ja, krass, ne? Krass, krass, krass. Wer ist bitte so bescheuert und filmt im Stadion, man will doch das Spiel sehen und nicht die Cam halten? Ja, das ist aber, der ist angestellt auf Schalke, ne? Der soll halt die Stimmung da einfangen. Und gibt ja auch so Kameraleute auf Schalke. Der ist halt für Social Media, denke ich mal, eingeteilt worden. Und ich finde das okay. Dortmund Stadion ist aber besser als die Veltins Arena. Was sag ich? Meine Stimmung ist dort auch besser. Niemals. Niemals. Never. Sollen wir noch was anderes gucken? Ich würde sagen, ich hätte noch eine Viertelstunde Zeit, 10 Minuten Zeit. Wieso eigentlich, lol? Oder Schalke Freaks TV, genau, wollten wir auch noch machen. Gucke ich jetzt direkt mal. Aber ihr müsst mir mal sagen, hat man nur Schalke Freaks TV eben gehört oder kamen noch andere Sachen? Kamen nur andere Alerts, so Sound wenigstens. Nimm doch einen deiner YouTube-Emotes. Ja, kann ich ja machen. Das ist ja kein Problem. Warte, ich tue mal das bisschen kleiner machen, damit man mehr vom Bild sieht. Hier bei Schalke Freaks TV. Oh yeah. Hi Leute, ich bin's wieder Janjan und ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp, ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Hoyo Mekesan, Aime. Marco Marocco, Mekesan, konnte. Bin da so schade, dass sie keine Videos mehr machen. Soll die Scheiße, du bist Deutscher. Achso, Mucka, Chakaluka. Wir haben halt nur, glaube ich, dieses eine Video gemacht. Kennt ihr eigentlich jemanden? Gibt's hier irgendwo? Was machen die heutzutage? Ist ja von 2013 das Video. Ich glaube, das wurde noch re-uploaded. Wahrscheinlich ist das noch älter. Die sind inzwischen auch 20. Ja, mich würde es mal interessieren, was die jetzt aktuell machen. Ja, ist klar, aber ich bin so froh, dass Schalke gewonnen hat, weil Schalke ist super cool. Und ich zeige euch jetzt mal eben kurz ein Bild von der Veltins Arena. Die Veltins Arena steht in Gelsenkirchen und ja, die ist riesig. Die ist riesig. Und das hier. Geile Aussage. Nicht, die hat eine Kapazität von so und so viel Zuschauer, die ist riesig. Das sind Stehplätze, also hier so, und der Rest ist alles Sitzplätze. Ja, und halt VIP-Plätze, und das ist der Platz. Ja, wir waren auch schon mal in der Veltins Arena, und ich kann euch nur raten, ihr müsst ja mal unbedingt hinfahren. Die steht in Gelsenkirchen, und da gibt es auch ein großes Museum. Ich würde mal gerne eine Umfrage machen. Wir suchen nämlich den Spieler des Monats von Schalke. Ich würde gerne wissen, also ich nenne euch vier Spieler, die wir gut finden und ob ihr die auch gut findet. Einmal Manuel Neuer.
Viele Stadien sind riesig, aber auch egal. Das ist von 2011. 20 Jahre bei Schalke, ist das nicht cool? Nein, krass. Nein. Jawohl. Nein, so lange spielt der da noch nicht. Dann eben 21 Jahre. Ja, irgendwie sowas. Und Jefferson Fafan. Fafan! Yeah! Raúl González Blanco heißt er. Er kommt aus Spanien. Und Fafan kommt aus Peru. Peru. Ja, und ein Spieler noch. Edu! Und in echt heißt er Eduardo González de Oliveira. Aber am besten ist ja, einfach also diese Schalke-Freaks TV. Hier unten in die Kommentare. Wer ist denn jetzt von den vorgeschlagenen dein Spieler des Monats? Wen ihr als Spieler des Monats? Raúl war schon krass damals. War Fun auch immer. Ich glaube, Edu, dann wird das wahrscheinlich da sein, wo der die zwei Kisten gemacht hat gegen Inter. Das Outro ist am besten. Sagen wir dann ganz viel. Ja, also gucken wir uns auch noch an. Der gewonnen gleich vorbei. Hat, ja. Also wir mein Spieler des Monats ist Mustafi. Und dann machen wir auch vielleicht noch so irgendwie. Ja, und was noch ganz wichtig ist, da oben abonnieren. Boah, das könnte ich auch machen als Sound, ne? Abonnieren, abonnieren. Bis zum nächsten Video. Bei Schalke Freaks. Peace, Leute. Tschüss. Peace, Leute. Ja, krass. Ja, nice. Schalke Freaks TV. Okay, Leute, so, das wär's auch heute mit dem ersten Livestream auf Twitch. Hausaufgaben für mich sind die Alerts nochmal zu überarbeiten. Ne, werde ich auf jeden Fall hinkriegen bis morgen. Du musst deine Sucht befriedigen. Was für eine Sucht denn? Rein in den Manager mit dir. Ja, mach ich auch auf jeden Fall. Vielleicht am Wochenende, Samstag oder so. Müssen wir mal gucken. Werde ich auch auf jeden Fall nochmal zocken. Ansonsten, danke für den Support. Erste Mal auf Twitch. Viele Leute dabei gewesen, viel reingeschrieben. Ich habe natürlich auch erstmal überlegt, ja, was passiert, wenn hier keiner reinschreibt, wenn hier keine Leute aktiv sind. Das war heute nicht der Fall. Teilweise, ihr kennt das ja, gar nicht hinterhergekommen mit dem Chat. Danke für den Support, fürs auch das ganze Reinschreiben. Hier für den ersten Sub. Ne, vielen, vielen Dank fürs Folgen. Julian, Kai Luca für die Bits, danke. Harry fürs Folgen. Malik, Arnautovic fürs Folgen. Fantastic, Luca fürs Folgen und dem Sub. Geiler Stream gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Der Stream kommt auf YouTube immer am Folgetag um 18 Uhr. Na, also wenn ihr den nochmal gucken wollt auf YouTube, könnt ihr das machen. Morgen um 18 Uhr kommt der online. Jemanden raiden, wie mache ich das denn? Was hättest du gemacht, wenn keiner reingeschrieben hat? Weiß ich nicht. Hätte ich Fußballmanager angemacht und gezockt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie mache ich das Raiden? Dann mache ich das doch. Du musst mir kurz helfen, Kai Luca. So, wo raiden wir rein? Raid ohne das Leerzeichen. Und dann Name. Raid ohne das Leerzeichen und dann Name. Also in den Chat reinschreiben. Da muss ich mir aber jetzt erstmal einen Twitch-Streamer aussuchen, ne? So, wer ist denn online? Gibt's Leute, die ich folge, die online sind? Am besten keinen so großen. Empfohlene Kanäle, Live-Kanäle. Ich mach mal hier oben Fußball rein. Ups. Hier ist Sports.
Hier, Regio, ist auch ein Deutscher. Rot-Weiß-Aalen, Fortuna Köln. So, Raids. Also, was muss ich reinschreiben? Raids. Jemand Raid ohne Leerzeichen und dann Namen. Slash Raid, dann Namen. Okay. Raid. Und dann in Klammern den Namen, wa? Ohne Klammern, slash Raid und dann Name, aber Leerzeichen oder wie? Weil da kommt keine Übereinstimmung, wenn ich das mache. Leerzeichen hinter, aber Raid nicht zwischen slash und Raid. Okay, dann mache ich das mal. Könnt ihr das jetzt sehen? Punkte. Und ja, Rot-Weiß-Aalen gegen Fortuna Gucken wir mal Köln rein. bestreitet bei dem Werder-Stadion Was muss um ich dann machen? Ja, 19:30 Uhr. gehe ich jetzt Also, raus oder wie? dann geht es richtig hier ab. Also, Also, wir machen wir ein machen ein bisschen bisschen Musikparty. Musikparty. Guten Guten Start Start die die Woche Woche und und morgen morgen ist ist Dienstag. Dienstag. Und Und ja, ja. Wie starte ich dann denn ist rein? er Jetzt übermorgen, ist er Ariel schon am Mittwoch. Mittwoch, dann Dann geht geht es es richtig richtig los. los. Also, Okay, nee, ich hab's jetzt gesehen. viel Ich gehe nochmal Spaß. rein. Und Und das das Bild Bild seht seht ihr, ihr, da da ist ist unser unser Stadion, Stadion, Werder-Stadion. Werder-Stadion. Seht Seht ihr ihr gerne gerne das das Bild Bild und und auf auf geht's. geht's. Hau rein, haut rein, Leute.